Guten Morgen miteinander. Sag mal guten Morgen, Mausi. Morgen. Moinsen. Moinsen. So, wir haben wieder mal Sonntag. Und wieder mal schönstes Wetter. Also zurzeit haben wir echt Glück mit den Sonntagen. Und das Einzige, was ist, es sind 0 Grad. Also der Winter naht. Na gut, sei es drum. Egal. Wir machen eine kleine Wanderung. Um die 9 Kilometer, also nichts Dramatisches, aber heute mal mit der ganzen Familie. Und zwar von der Gegend Welden aus. Ja, es wird unter anderem zur Lourdeskapelle gehen, zum Lausbubenweg vom Ludwig Ganghofer. Da erzähle ich vielleicht von unterwegs dann einfach noch ein bisschen was dazu, zum Ganghofer Brunnen und zur Ganghofer Hütte. Ludwig Ganghofer war eine bedeutende Persönlichkeit in Welden. Und da gibt es dann noch ein bisschen Infos, wenn wir dann am jeweiligen Highlight quasi sind. Lasst euch überraschen. Also, wir sind jetzt hier im beschaulichen Egarten. Und Egarten ist genau das da. Also, 3 Häuser. Aber hier ist der Ausgangspunkt für unsere Wanderung. Und wir werden jetzt in diese Richtung gehen. Und in Void. In Void. Und dann ist da vorne links halten. Und dann schauen wir mal, was uns da so alles erwartet. Guck mal einfach mal. Auf jeden Fall ist es nicht so kalt, wie wir gedacht haben. Das heißt, Handschuh und so, Halstuch und so brauchen wir jetzt eher nicht. Passt schon. Gut, dann laufen wir mal los. Mal nebenbei ein bisschen gucken, gell, wo es hier was fürs Mountainbike gibt. Ja, das könnte hier zum Beispiel sein. Das sieht so aus, als ist das hier ein kleiner Trail. Ja, zumindest ist man hier schon das ein oder andere Mal gefahren. Das Laub sieht man es eigentlich nicht so genau, aber haben wir ein paar Wurzeln. Ja. Nicht schlecht. Muss mal gucken, dass wir uns hier nicht verlaufen. Ah! Da drüben ist die Mama. Hallo Mama! Das sieht aus, als wäre es der Trail-Einstieg hier. Ah ja. Nächstes Mal wieder Mountainbike. We'll be right back.
Ja, liebe Freunde, wir sind hier am ersten Etappenziel an der Lotkapelle in Bonstetten oder am Ortsrand von Bonstetten. Kleine Marienkapelle, die vom Ortsgeistlichen Andreas Weber im Jahr 1885 in Auftrag gegeben worden war. Der Andreas Weber ist im Jahr der Marienerscheinung 1858 nach Bonstetten gekommen und 2 Jahre bevor er praktisch wieder weggegangen ist, hat er eben den Auftrag zur Errichtung dieser kleinen Kapelle gegeben. Schönes kleines Ding. Auch im Gemeindeleben von Bonstetten eine wichtige Rolle. Wenn Kommunion ist zum Beispiel, werden hier auch Prozessionen praktisch zur Lotkapelle gemacht. Und ist wirklich sehr idyllisch gelegen. Wirklich ganz toll hier am Ortsrand. Lage einwandfrei. Ja, und natürlich nicht vergessen, wenn man gläubig ist, ein Ave Maria im Vorbeigehen zu beten. Ganz wichtig. Und damit es uns allen nicht so kalt wird, gibt es zwischendrin einen Kinderpunsch. Natürlich ohne Schuss. Wir sind ja Vorbilder. Prost. Ui, ist der heiß. Ja, der ist heiß. Die lassen ein bisschen offen, dass er ein bisschen ausdampft vielleicht. Oh, schaut euch mal, wie schön das ist. Da kommt mein Landschaftsfetischismus wieder raus hier. Es ist ja traumhaft. Was für ein Mus? Apfelmus, du Zwetschgepflaume. Auch cool gemacht. Alles sehr schön beschrieben hier. Mit ein bisschen Landschaftsgeschichte, Geologie, Gesteinen. Ah ja, und es gibt auch praktisch einen QR-Code, wo man immer praktisch einscannen kann und dann sieht man da die wichtigsten Infos. Toll gemacht, gell? Ja. Und viele Leute unterwegs. Aber was soll man machen? Ist ja auch Corona und immer noch scheiß Lockdown. Lockdown light. Scheiß Lockdown light. Von daher ist halt so. Gell? Ja. Kinderpunsch. Was ein Panorama. Für alle, die es nicht wissen, wir sind hier auch mitten in den westlichen Wäldern, also im Naturpark Augsburg Westliche Wälder. Ein riesengroßes Waldgebiet, Naturschutzgebiet. Ganz toll, Wander mit vielen, vielen Wanderwegen. Auch Mountainbiken kann man hier sehr viel, gibt einiges an Trails und Wegen. Also nicht schlecht. Ja, und liegt auch direkt vor unserer Haustür. Also braucht man nicht arg weit fahren. Macht das Ganze auch sehr attraktiv.
mal diesen tollen Sonneneinstrahl da hinten. Es sieht aus, als wenn man da irgendwie, wenn man da durchläuft, kommt man wahrscheinlich in eine andere Welt. Oder trifft er auf den Waldgeist. Das sieht cool aus. Das sieht echt toll aus. Schön. So, mal kurzer Zwischenstand. Wir sind jetzt etwa 5,9 Kilometer gelaufen, haben jetzt noch knappe 3 Kilometer vor uns und in Kürze beginnt der Ludwig-Ganghofer Lausbubenweg. Das ist ein einfacher Weg mit verschiedenen Stationen, wo immer Infotafeln aufgestellt sind mit so Geschichten aus dem Leben von Ludwig Ganghofer. Das war übrigens ein Schriftsteller, der einen Teil seines Lebens in Welden verbracht hat und die Region oder sag ich mal das Städtchen Welden doch einigermaßen geprägt hat. Aber die werde ich jetzt nicht alle vorlesen. Wer sich da informieren will, einfach mal selber vorbeikommen. Ich werde übrigens im Text, in der Videobeschreibung, die Komoot-Route posten. Die ist öffentlich, dann kann man sich die auch angucken und kann die auch nachlaufen. Genau, nach dem Lausbogenweg kommt dann die Ganghofer Hütte. Das ist so eine kleine Pausenhütte oder Brotzeithütte. Da werden wir noch mal kurz Pause machen. Von da melde ich mich dann noch mal. Jetzt sind wir schon auf dem Lausbubenweg. Hinter uns haben wir eine ganz tolle Hütte. Aber jetzt sind wir hier eigentlich auch auf dem Hauptweg. Hier trifft man natürlich relativ viele Leute dann. Und auch viele Mountainbiker sind heute unterwegs. Also Erik und ich haben schon gesagt, da müssen wir jetzt dann auch mal her, oder? Ja. Dann werden wir mal hier ein bisschen Videos machen. Ja, jetzt geht es den Lausbubenweg weiter. Und dann am Ende des Lausbubenwegs ist dann eben diese Hütte. Da machen wir dann nochmal Pause, da gibt es nochmal Punsch und Lebkuchen. Und eine Mandarine. Und vielleicht eine Mandarine und dann haben wir noch ungefähr 1,5 Kilometer. Und dann sind wir auch schon fertig. Dann geht es wieder nach Hause. Dann gibt es noch einen gemütlichen Nachmittag auf der Couch. Ein kleiner Spielplatz. Dafür ist man nie zu alt, gell? Da kann man Schätze suchen. Hier geht es um die Geschichte, dass Ludwig Ganghofer als Bub wohl diverse Bestecke und Uhren und so Zeug aus seinem Elternhaus versteckt hat. Und jetzt muss man mal gucken, ob man hier vielleicht was findet. Und? Schon auf Gold gestoßen? Leider haben wir keinen Schatz gefunden. Vielleicht hat ihn wirklich jemand mitgenommen. Schade. Beim nächsten Mal klappt's dann. Große Hütte. Wer als erstes bei der Hütte ist? Okay. Hui.
Und schon sind wir an der Ludwig-Ganghofer-Hütte. Oh, beschauliches Plätzchen. Da ist er, der Gute. Pause, wirklich verdient. Oh, es gibt die ersten Lebkuchen dieses Jahres. Und nochmal Wunsch. Da freue ich mich aber. Freust du dich auch? Ja, oh, schon mal wieder zusammen. Ja. So, auf der letzten Etappe. Jetzt haben wir es gleich geschafft. Jetzt sind wir gleich wieder am Auto. Dann geht's wieder ein. Jetzt sind wir gleich da. So, da vorne ist unser Auto. Wir haben es also geschafft. Und ja, eine schöne Sonntags, kleine schöne Sonntagswanderung. Ja, leider. Und naja, der Rest des Sonntags wird, glaube ich, relativ entspannt. Von daher melde ich mich für heute ab und wünsche euch einen schönen Restsonntag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.